Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Morrowind. Wir haben von Zul'Matul die Aufgabe bekommen, Kogurun zu säubern, beziehungsweise ihm drei Gegenstände zu bringen. Einmal einen Pokal von Haus Dagoth, dann den Schattenschild und Korbrusttränen, genau, um zu zeigen, dass wir gegen diese Krankheit resistent sind. Hier ist übrigens Ur-Shilaku, das Astralgrab, genau, das war's. Was ich irgendwie mal verzweifelt suchte, glaube ich. Jedenfalls, es gibt viele, die danach verzweifelt gesucht haben. Aber, naja. Ich gehe irgendwie relativ falsch. Ich sollte nicht nur südlich gehen. Lange sollte es nicht dauern, dann bin ich schon in Kogurun und... okay, das ist Fallas Marion. Dann werde ich einmal quer rüberlaufen. Aber hier gehe ich nicht rein. Denn explizit möchte ich die Festungen separat machen, also eine nach der anderen. Allerdings lässt sich das nicht verhindern, dass hier und da Quests mit Festungen zu tun haben und dann werde ich die natürlich schon abschließen, ganz klar. Denn zweimal da rein brauche ich nicht, wenn sich die Gelegenheit schon ergibt, also unnötig. Denn ich habe ja auch schon Berandas, das ist doch hier, ja, Berandas und die andere weiß ich jetzt gerade nicht, habe ich auch schon abgeschlossen. Weil mich halt eine Quest dahin führt. Und jetzt ist es bei der Hauptquest auch nicht anders, dass ich halt Kogurun ausräume. Ich glaube, hier gibt es sogar noch was Spezielleres. Genau. Oh. Okay, das habe ich schon gebracht. Ich glaube, das war im Zuge des Tempels. Oh, hi. Ja, tschüss. Pollocks Kuppel. Oh, ich glaube, die sind nicht so nett. Ich glaube, hier gibt es schon das erste Zeichen. Hier war doch eigentlich der Pokal, oder? Nein! Jetzt sagt mir nicht. Ich habe den schon genommen. Verdammt! Ursus-Kuppel. Ja, doch. Habe ich. Schattenschild. The Dreamer is awake. Ja. Der Schläfer ist erwacht. Temp-Moment. Ich glaube, ich war tatsächlich schon in Kogurun. Aber warum? Wieso war ich schon in Kogurun? Tempel der Todgeweihten. Ich meine, hier ist ja nichts mehr. Ja, das ist jetzt etwas suboptimal. Hier war ich noch nicht. Okay. Es gibt wenigstens alle des wachsamen Gefühls. Gehen wir erstmal hin. Es gibt wenigstens wohl eine Sache, die ich nicht suchen brauche. Okay, bei dem Pokal muss ich wohl nochmal zurück nach Caldera. Und dort dementsprechend. Hallo. Den Pokal zurückkaufen bzw. einfach nehmen, wenn ich ihn irgendwo dahingestellt habe. Reparaturzange immer gern. Amulett des sechsten Hauses ebenfalls immer gern. Wo bin ich denn hier jetzt bitte? Ach so, auf dem Dach, verstehe. Hier gibt es einen Träumer. Genau, tschüss. Du bist tot, ja. Okay, dann gehen wir einfach von hier weiter und werden Kogurun machen. Oh, stimmt. Ein Ebenerzschwert. Sehr nett. Aber den nehmen wir natürlich mit. So. Wir kamen. Ja, genau. Das ist ein normaler Ghoul. Das ist kein Dagoth-Viech, sag ich jetzt mal. Es, ja, nicht Dagoth-Viech, einfach Dagoth. Das ist ein Ghoul, was man daran erkennt, dass er halt kein... was ist das nochmal? Ein Amulett des sechsten Hauses, dass er die nicht trägt. Hier ist es einfach nur rot, hier ist nichts weiter und jetzt haben wir, glaube ich, schon einmal alles fast umkreist. Genau, und hier waren wir bereits. Also haben wir die oberste Ebene abgeschlossen. Von hier kamen wir. Meine ich doch. Oder nicht? Markis Halle? Nein. Was? Nein, hier kamen wir nicht her. Dann gehe ich ja einfach hin. So. Du bist erledigt. Daran erkennt man übrigens auch ein Dagoth, dass er immer, ja, nennen wir es mal, Flammen um sich herum macht, bevor er angreift.
Er aktiviert halt einmal das Amulett des sechsten Hauses, bevor er dann wirklich loslegt. Eisentanto. Bekritzeltes Pergament. Oh, das ist schön krank, das lese ich durch. Also, naja, aber es ist einfach wir. Alle Schreie erwachen. Weißes ist weiß aller Weiße. Schwärzes ist schwarz aller Schwarze. Schande und Sohn, Sohn, Sonne und Schatten. Stärker als die Götter, strahlender als die Sterblichen. Nur er ist wach, nur er ist am Leben. Am Leben. Er kennt die Namen und die Nennenden. Er kennt das Warten und die Wartenden. Er dringt in jeden Stern und Mond ein. Und in jede Körper. Er scheint durch ihre Schatten, eine Form, eine Schreibung, ein Gespenst, ein Zauber. Das Dunkel ist seine Waffe, das Licht ist sein Schild. Er ist alles, Drache, Licht, Theomen. Auf Flüssen und Feuer kommt er, durch Stürme und Träume reitet er hindurch. Auf Flüssen und Feuer kommt er. Ah ja, okay, also jetzt wissen wir schon mal seine geheime Vorliebe. Mit Splittern und Stahl durchbohrt er das Herz. Alle Sprüche, Kräfte, Flüche gebrochen. Alle Ketten sind zerschmettert. Die Schuppen fallen ab. Ich sehe dich mit meinem Auge. Und alles ist still. Ich halte Wache. Ich bewahre die Erinnerung. Herr! Ja. Gut. Wissen wir das auch? Da mag wohl jemand jemanden sehr. Wahrscheinlich wohl etwas zu sehr, als dass sie ihm gut tun würde, aber hey, warum nicht? Hier kamen wir her, oder? Oder nicht? Kamen wir jetzt hierher oder nicht? Ja, hier kamen wir her, genau. Und hier gibt es nur mehrere Eingänge. Kogorun? Kogorun? Ah, hier war es schon. Hier, genau. Okay, dann muss ich runter in Markis Halle. Bisher dürfte ich allerdings alles haben. Daneben. Daneben. Ist hier noch ein? Nein, gerade nicht. Aschesalz immer schön viel wert. Splitterpfeil. Durch den Schemel, würde ich mal sagen. Durch. Hoch. Die Anuade nacherzählt. Hier gibt es auch nicht sonderlich viel. Zumindest bisher. Hier ist eine massive Holztür. Ach, genau, stimmt ja. Das ist recht hübsch hier. Denn hier gibt es durchaus was zu holen. Leiche eines Helden. Einmal einen Trank. Ja, den hätte er wahrscheinlich trinken müssen, statt hier tot zu liegen. Dann nehmen wir natürlich das mit und Raserei. Ja, jede Menge Effekte, auch einzigartig, nehmen wir selbstverständlich mit. Silberdolch, ja, warum nicht? Dann werden wir noch die Hellebarde nehmen, warum auch immer die dort hängt. Oder, naja, sie hang nicht dort, sie stand da. Dann haben wir noch eine Tür mit 20. Hier haben wir, glaube ich, nicht so viel, was wir bekommen. Ja, Ruß eben, es ist jetzt nicht so wertvoll. Dann haben wir ein bisschen Aschesalz und einen wertlosen Silberspeer. Das war es auch schon. Warum kann ich dieses Steinchen herausnehmen? Und hier haben wir auch nicht so viel. Na gut, 200 Draken. Ach doch, haben wir. Wir haben ein Ebenerz-Kurzschwert. Das ist doch nicht wenig. Und ja, daran sieht man ja, dass einige Helden hier scheiterten. Aber das soll uns nicht stören, denn wir sind stärker. Ohoho. Okay, dann haben wir das hier alles hinter uns. Uns bleibt keine andere Wahl, als hier weiterzugehen. Hallo Feuertronach, wie geht es dir so? Wäre nett, dass du drauf gehst, ja. Danke. Und hier haben wir jetzt einen riesigen Raum. Hier geht es in Aerodes Gewölbe. Und dort zu einer massiven Holztür. Und noch ein Feuertronach auf uns wartet. Das ist ja sehr toll. Hoffentlich reicht das noch. Nein! Ich glaube, ich habe lange nicht gespeichert. 14. Shit, wie viel kriege ich eigentlich pro Sekunde? 24, ja. Ich brauche einen Genesungstrank. Ja. Oh Gott. Hilfe! Das war ganz schön böse. Okay, selten sind Genesungstränke wohl zu was gut.
Muss ich jetzt mal zugeben. Naja. Ich habe zu lange nicht gespeichert, eindeutig. Deswegen überkam ich jetzt auch diese Panik, dass ich gestorben wäre und nochmal alles hätte neu machen müssen. Aber hey. Ja, hier geht es ja zu Aerodes Gewölben. Die werden wir eigentlich das nächste Mal erkunden, inklusive allem, was sich hier hinter befindet. Und wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Ciao.